Tschüss. Alter. Lol. Was war das? Ach nö. Ich finde das jetzt einfach die Eierstrecke. Wow. Komm. Ach, ich bin auch immer zu blöd, um diese Strecken zu fahren, obwohl das gar nicht schwer ist. Mann, ey. Alter. Mann, wenn du so untertourig fährst, musst du... Was war das? Alter. Hä? Was bremst diese Rotzkiste denn so ab? So. Jawolle. Ach Mann. Fährt der schon wieder an mir vorbei. Ich fühle mich immer so gekränkt, wenn die das machen. Hä? Alter. Ich wäre schon 10 Kilometer vor denen, wenn ich nicht immer so dummerweise gebremst werde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist diese scheiß Bremshilfe auch die ganze Zeit an. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe es so gelassen, wie es standardmäßig eingestellt war. Jedes Mal überhole ich die hier und dann in der Kurve überholen die mich jedes Mal wieder. Ach scheiße, weil ich erstmal zu blöd bin zu fahren. Und nach der Kurve, zack. Alter, nein. Komm. Hä? Was ist das denn für ein Bug, bitte? Ein Bug, der mich gerade richtig aufregt. Was war das denn jetzt, bitte? Warum bremst du mich auf 160 km/h runter? Das ist ja selbst mit Bremshilfe unlogisch. Also für mich klingt das ziemlich unlogisch. So, damit könnt ihr nicht mithalten. 360 schaffen die nicht. Oder vielleicht doch, oder sind nur zu doof. 6.914 Punkte. Und geschafft, würde ich mal sagen. Wieder 12.000. Oh, 5.000 auf die Hand verlassen. Escape. Fertig. So. Ha. Oh. Ne, warte. Super Promotion. 50.000. Oh, da brauche ich einen Driftwagen. Ich weiß nicht, was ich für ein Auto als Driftwagen nehmen soll. Ich fand den Toyota Supra gar nicht mal schlecht. Den hatten wir ja auch einmal. Supra, hallo. Der ist bestimmt auch nicht schlecht zum Treffen, weil der schön klein ist. Wenn ich jetzt noch den Supra finden würde. Hallo. Ah, da ist er doch. Drift-Modus anpassen. Ich mache jetzt hier nichts gravierendes, bombastisches. Einfach das rein. Und das rein. Ja. 691 PS. Blaupause aktualisieren. 1. So, okay. Dann machen wir das doch gleich mal. Oh, warum bin ich jetzt wieder da unten? Da oben in der Ecke. Okay.
Oh, warum erschrecken die mich nicht gleich ein bisschen? Oh mein Gott, ich trinke mal gerade einen kleinen Schluck. Einen kleinen, aber nur. So, der Ryu Watanabe ist natürlich auch wieder dabei. Man sieht ja da im Hintergrund den Wagen. Und ich fahre als erstes den Drag. Weil damit habe ich schon mal guten Viertel geschafft. Ein bisschen mehr. Autobahnring, übrigens Deutsch. Deutsche Strecke, glaube ich, hier. Autobahnring. Sieht auch ziemlich deutsch aus hier. Oder irre ich mich da? Ich weiß es nicht genau. Nein! Ja, lecker mich, ey. Mann, so eine Scheiße. Ach, ey. Och, jetzt ist meine Karre voll zerdeppert. Die auch noch meine Motorhaube macht da ein paar genüssliche Tänzchen. The Chiller Dance. Morgen ist schon wieder Freitag. Ja, es ist so unglaublich, wie schnell die Woche einfach mal rumgeht. Es ist wirklich unglaublich. Ich wollte gerade. Was war das denn jetzt bitte? Ich wollte erst schon gesagt haben, wo fährt er denn jetzt hin? 11,41. Der ist ein bisschen früh gestartet. Ach Gott, bin ich ja weit vorne mit 3 Sekunden. Ach Mann, oh Mann. Na, immerhin ist die Motorhaube jetzt weg und stört mich jetzt auch nicht mehr. Los, ich möchte den Grip voll kriegen. Ach, verdammt. 3, 2, 1. Ja, man muss ja gewaltig aufpassen, dass man irgendwo reinbrettert in irgendwas. Ich meine, man fährt ja auch mit 380 Sachen über die Strecke. Wie kann man dann bitte 39 Sekunden, 40 Sekunden? Ach du Scheiße. Nee. Ein Skyline mit 834, das ist natürlich heftig. Ja, trotzdem keine Chance. Juhu, Wahnsinns-Burnout. Eins. Jetzt ist nur noch die Frage, wo er ist. Der geiert da irgendwo hinten rum und chillt sich mit seinen 800 PFPS da hinten irgendwo am Arsch der Welt rum. Aber das stört mich auch nicht, weil ich eh besser war als er. 13.100. Eine Sekunde. Oh, da ist der Ryu mittlerweile auch auf der Bühne da und wartet wahrscheinlich nur noch, dass er mich endlich als Gegner bekommt. Hehehe. Hihi. Gut, das Drittel haben wir natürlich jetzt geschafft durch den Track. Vielleicht bekomme ich jetzt hier ein bisschen mehr hin mit meinem schön aussehenden Toyota Supra. Boah. Alter Schwa. What the fuck? Alter, drifte mal. Boah, da hört er sich aber gedämpft an. Scheiße.�
Boah, man muss sich wirklich ein bisschen konzentrieren. Aber verdammte Scheiße nochmal. Das sind doch verdammt wenig Punkte, oder? Das kann mir aber keiner erzählen. Duh. Okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich doch so gut abschneide. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Ich dachte, es fällt ein bisschen schlechter aus. Zumindest hatte ich das irgendwie so im Gefühl. So, jetzt kenne ich das Auto aber so ein bisschen. Und weiß dann natürlich jetzt auch so ein bisschen, wie das Auto auf meine Fahrweise hier reagiert. Dresden, Magdeburg und Potsdam. Achthundertneunundsiebzig Punkte. Damit bin ich immer noch Erster. Komm schon. Der hört sich echt sehr gedämpft an. Muss ich sagen. Wenn du mich jetzt fragst, wieso, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Scheiße. Ete, petete. Ach du Scheiße. Dresden. Komm, vielleicht kriege ich ja noch mal. Nochmal einen neuen Rekord, aber glaube ich jetzt nicht dran. Der wird MHL noch schlechter. Na, 2906 ist, glaube ich, die Mitte. Ja. 8000 Punkte ungefähr. Damit dürften wir die Hälfte haben. Ja. Was haben wir denn jetzt noch? Speed Challenge. Warum fahren wir die nicht direkt mal mit unserem Ford GT, mit dem ich übrigens bisher immer noch sehr zufrieden bin? Hier fahren ziemlich viele von dieser Rio Company mit, sag ich jetzt mal, von seinen Kumpanen. Die sowieso schlecht ab. Was macht er denn da? Bunny Hop. Zumindest hat er sich dran versucht. Alter. Die fahren wie die Krüppel, ey, das ist so normal. Ja, komm. Oh. Joe Tackett, Totalschaden. Ah, das ist auch ein Bob, der Typ, ey. Fahren wir nicht rein, Junge. Das gibt sowas von Krach. Arschloch. Okay, ich war's, aber egal. Warte, ich habe schon die Hälfte hinter mir. Alter. Ich finde es schön chillig, dass ich hier viermal Nitro habe. Das hält irgendwie auch so ziemlich lange. Alter. Bremst mich. Hallo. Na, oh, jetzt muss ich gucken, wie ich diesen Penner dann überhaupt überhole. Ja, den kriege ich nicht mehr. Oder? Ja! Obwohl ich halt schon wieder abgebremst. Ach, leck mich doch. Boah. Wow, 11.300. Noch 9.000 Punkte, ne? Ja. Wie wär's denn? Ey, Moment, erstmal repariere ich den.
Rennevents. Wie wär's denn mit dem Topspeedlauf? Boah, das hier war eine krüppelige Strecke. Ach nö, da fahre ich bestimmt nix. Drift habe ich. Ich fahre einfach mal noch einen Drift. La 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 la. Die Karre kommt irgendwie nämlich nie ganz aus den Pötten, hier habe ich das Gefühl. Ja, und ich weiß mittlerweile wieder, welche Strecke das ist. Nein, uah. Scheiße, das war schon mal extremst. Dominanz, was habe ich denn gemacht? Ja, verdammt. So kriege ich doch nie im Leben 9000 Punkte zusammen. Die kriege ich auch gut, die kriege ich auch beim Drift irgendwie so nie zu. Mit 2600 habe ich bestimmt richtig schlecht abgeschnitten, oder? Ja, es geht, es geht, es geht. Aber trotzdem nur der zweite Platz. Ich bräuchte schon den ersten. Dann kann ich nämlich beim danach bei dem Rennen nämlich, egal wie ich abschneide. Ja, Mann, ich kann hier irgendwie schwer abschätzen, wie ich hier. Ah, so ist okay. Boah, was, wie viele Punkte, WTF? Guckt euch das an! WTF, wo habe ich die ganzen Punkte her? Boah. What the fuck? Alter. What? Das war aber jetzt heftig. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder so hinkriege. Ich glaube, ich vermute ja schon mal eher wieder nein. Ja, Mann, weil ich hier hatte ich gut Punkte gesammelt. Obwohl, ich krieg doch schon wieder auch wieder einiges an Punkten. Wow, 4400, 4600, das war ja schon mal ordentlich. Jawohl, geschafft. Jawohl! Jawohl, jetzt kann der Rio, jetzt kriegt er beim nächsten Mal irgendwann eins auf den Sack, der Penner. Da kommt das Weichei schon wieder. Ja. Rio Watzennarbe, ich weiß. Hallo. Hallo, Herr Ryo Warzennarbe. Street King. Ja, das ist, wenn man alle Kings besiegt hat. Dominiert 50.000. Oh, Aufladungspaket Stufe 4. Alter, gegen den darf ich ja alles fahren. Hä? Speed Channel, Type Mind Rack, Top Speed Lauf, Wheelie-Wettkampf. Seit wann ist denn das so? Ich möchte jetzt nicht gegen den fahren. Warum auch immer ich jetzt die hier nicht frei spiel, noch nicht frei habe. Ach so. Hä? Wollte ich das verstehen? Voraussetzung für Showdown. Rekord brechen 6 von 10. Ich muss irgendwie bei ein paar Sachen den Rekord brechen, habe ich das Gefühl. Das heißt für Drift und Toll, ich bin hier den, mach den Ryu dann kaputt.
Und hab dann die zwei Vollmöhren noch nicht. Naja, gut, ich habe ja auch eigentlich überall relativ viel ausgelassen, ne? Ach du Scheiße. Ja, das war ich auch noch nicht. Boah, das nervt aber, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, ich muss noch viermal. Ach, das ist doch scheiße. Ich finde ich nicht, wenn ich mir die freicheate. Das nervt. Ach, ja scheiße, dann muss ich. Das dauert wieder ewig, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Also, keine Vorurteile. Also, nicht vorurteilen jetzt bitte. Ihr werdet es in der nächsten Folge sehen, denn ich bin erstmal raus. Ich bin euer Hexaco LP und würde sagen, bis zum nächsten Mal.